Herzlich willkommen bei der evangelischen Elia-Gemeinde aus Erlangen. Wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Weißt du, was das ist? Das ist eine Diskette und das war vor meiner Zeit. Ich bin auch nicht ganz im Bilde, aber ich glaube, das ist damals wie ein USB-Stick gewesen, oder? Kann man das so sagen? Das hier wirst du kennen, Sascha. Eine Kassette. Was diese beiden gemeinsam haben ist, die sind veraltet. Die werden nicht mehr genutzt. Und die Frage, die wir uns stellen in dieser Predigt ist ja, ist unser Glaube wie diese Diskette? Ist unser Glaube wie diese Kassette? Ist unser Glaube veraltet? Weil wenn ich mit jungen Menschen spreche, kommt mir das so vor, dass Glaube mit deren Leben nicht mehr viel zu tun hat. Oder mit unserem Leben. Ich nehme mich auch noch als junger Mensch mit rein. Und es wirkt so ein bisschen so, als würden Christen häufig auch so ein bisschen ihren Glauben verstecken oder sich dafür schämen, weil es nicht gut ankommt, weil es so peinlich ist, weil es uncool ist. Kirche hat einen schlechten Ruf. Und jetzt leben wir in diesem Kontext, wo viele sagen, Christen oder Christsein ist outdated. Und wir sind aber zwei Typen, denen der Glaube total viel Hoffnung und Kraft gibt. Deswegen, ich wollte dich mal fragen, erlebst du das auch so, dass in unserer Generation wir so ein bisschen die Ausnahme sind, die Aliens, und Christsein eigentlich outdated wirkt? Ja, voll. Das erfahre ich manchmal auch so. Beispielsweise, als ich in meiner Schule erzählt habe, dass ich immer donnerstags zum Schülerbibelkreis gehe, anstatt mit den anderen Leuten die Mittagspause zu verbringen und einfach ein bisschen zu chillen. Da haben mich einige schon schief angeschaut. Andere haben mich sogar ausgelacht. Sie haben sich gefragt, wie man sich freiwillig mit Gott beschäftigen können will. Und sie zeigen damit irgendwie aber auch, wir sind normal, wir sind nicht Christen, wir glauben nicht, wir sind normal. Und wenn du Christ bist, dann bist du irgendwie nicht normal. Und in einer aufgeklärten Gesellschaft wie unserer ist es eigentlich völlig absurd, an Gott zu glauben. Und das ist schwierig für mich. Und ich denke, viele andere von euch haben das auch schon so erlebt. Es fühlt sich komisch an, wie so eine Art von Ausgrenzung. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass es aktuell wirklich nicht leicht ist, Christ zu sein. Ich kenne diese Situationen, viele von euch werden diese Situationen kennen. Christ sein und Glaube ist jetzt nicht unbedingt was zum Angeben, ne? Also nicht ein Statussymbol. Also es gibt einen Unterschied zwischen, hey, ich fahre einen Porsche und hey, ich glaube an Jesus. Weil das Assoziationen hat, die häufig für manche nicht positiv sind. Wird assoziiert häufig mit ultrakonservativ sein und verstaubt sein, so als wäre bei unserem Glauben das Mindesthaltbarkeitsdatum oder sogar das Haltbarkeitsdatum abgelaufen und man sagt, okay, das war's jetzt, so Datum, wir sind drüber. Wie wenn du ins G2 gehst und den Kühlschrank aufmachst in unseren Gemeinderäumen und dann steht da die Marmelade von 2017. Ist mittlerweile, muss man sagen, nicht mehr so schlimm, aber als ich zu Elia gekommen bin, habe ich auch Erdnussflips gefunden, die waren offen, die waren immerhin schön umgefaltet, die Folie oben drüber, ne, dass es länger hält, aber es war halt von 2014. Ja, wenn unser Glaube so ist wie diese Erdnussflips, diese Marmelade, diese Diskette, diese Kassette, dann haben wir ein Problem. Ne? Viele junge Menschen verbinden aber Christsein genau mit sowas, mit alt, mit alten Regeln, mit alten Gebäuden, mit alten Menschen. Und ich habe gar nichts gegen alte Menschen. Alte Menschen sind super. Shoutout an alle alten Menschen. Aber Christsein wirkt alt. Und gleichzeitig ist meine Wahrnehmung, das ist meine These jetzt für diese Predigt, ich glaube, Menschen sehnen sich nach Gott, ohne dass sie merken, dass sie sich nach Gott sehnen. Weil vielleicht drücken sie es nicht aus als, ich sehne mich nach Gott. Aber in Menschen liegt, glaube ich, eine Sehnsucht drin nach bedingungslos geliebt sein. In Menschen liegt eine Sehnsucht drin nach Hoffnung und verstanden sein. Und wenn es 3 Uhr nachts ist und niemand dran geht und niemand schreibt zurück und keiner ist da, dann jemanden zu haben, ein Beziehungsgegenüber. Und ich glaube, das sind Dinge, die nicht veralten werden. Und jetzt sind wir in dieser Situation, wir können ja sagen, wir erleben unseren Glauben, weil wir den auch relativ leidenschaftlich leben, als was Hoffnungsspendendes und Kraftvolles. Wo würdest du sagen,
ist dein Glaube was, was nicht veraltet ist, sondern was du total als hoffnungsspendend erlebst? Erzähl das gerne mal. Ja. Ja, vor ein paar Monaten hat meine Ex-Freundin mich sehr verletzt und sie hat mich schlimm betrogen und in der Folgezeit war ich richtig down. Ich habe mit vielen Menschen geredet, vielen Freunden geredet, aber besser wurde es dadurch nicht wirklich. Weil als diese Freunde, als diese Leute aus der Tür waren, war ich wieder alleine mit meinem Problem, alleine mit meinem Schmerz. Und bin wie in so ein Loch gefallen, in so ein Loch der Verzweiflung, wo ich selber nicht mehr rausgekommen bin. Und Gott hat mir da irgendwie eine neue Perspektive gegeben. Er hat mich ermutigt, mit seiner Hilfe diesen Schmerz und dieser Person zu vergeben. Und ich wollte nicht mehr in dieses Loch zurückfallen, wo ich so tief drin steckte. Ich hatte genug davon, in meinem eigenen Schmerz zu versinken. Deswegen habe ich mir dann einen Vergebungsplan geschrieben und habe mich da auch ein bisschen an den Gedanken aus dieser Audio orientiert. Ich wollte zuerst mal meine Emotionen zulassen und sie nicht unter einen Teppich kehren, weil ich glaube, da richten sie dann letztendlich nur noch mehr Schaden an. Und gleichzeitig wollte ich aber diese Emotionen nicht nur zulassen, weil dann wäre ich nämlich von ihnen aufgefressen worden. Ich wollte die Emotionen zu Gott bringen, zu Jesus, an sein Kreuz, wo wir all unser Leid, all unseren Schmerz hinbringen können und er angenommen wird. Hey, Jesus hat uns alles vergeben und deswegen so beten wir ja auch immer, vergebt euren Schuldigern, und das wollte ich in diesem Moment tun, auch wenn es insgesamt wirklich keine leichte Zeit war. Aber irgendwann war ich dann unten angekommen an meinem Plan und habe den letzten Schritt gelesen. Und da stand dann, vergebe deiner Ex-Freundin und ihrem Partner von ganzem Herzen und segne sie. Und das war schon dann nochmal eine andere Stufe. Sie zu segnen, okay, vergeben, gut. Habe ich geschafft. Hoffentlich. Es ist immer ein Prozess. Aber segnen ist dann doch nochmal was ganz anderes. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet, sehr viel Überwindung gekostet. Aber letztendlich habe ich es geschafft und habe meiner Ex-Freundin dann auch eine Karte geschrieben, in der ich geschrieben habe, wie sehr es mich verletzt hat. Aber wo ich auch geschrieben habe, dass ich das nicht mehr mit mir mitschleppen will, sondern dass ich hier vergeben will. Und an diesem Abend habe ich das erste Mal seit langem dann wieder meine Bibel aufgeschlagen. Ich bin, müsst ihr wissen, kein so großer Bibelleser, ich höre dann eher Worship, aber dann habe ich das erste Mal wieder meine Bibel aufgeschlagen und bin auf einen Vers gestoßen, der mich sehr berührt hat. Und das war Johannes 14, Vers 27. Und da sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, den euch niemand sonst auf dieser Welt geben kann. Den euch niemand sonst auf dieser Welt geben kann. Wie krass ist diese Message denn bitte? Und ich sitze heute hier und kann sagen, es stimmt. Er hat mich getröstet. Er hat mir einen Safe Space gegeben. Ein Safe Space für meine Gefühle, für meine Wut, für meine Trauer und auch einen heilsamen Ort für meine Verletzung, die so tief in mir drin gesteckt ist. Und ich will gar nicht sagen, dass es danach gar nicht mehr schlimm war oder sowas. Es war danach immer noch schlimm. Aber nun hatte ich den Frieden von Jesus. Ich hatte die Zusage von Jesus, hey, ich gebe dir einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und mit Jesus zusammen wird dieser Weg, Probleme zu bewältigen, wird dieser Weg der Vergebung leichter. Ich finde das sehr bewundernswert, dass du dieses Prinzip von Vergebung so ernst genommen hast in diesem Prozess. Ich durfte dich ja auch ein bisschen begleiten. Und es ist nicht selbstverständlich, sich nicht von der Verletzung auffressen zu lassen. Es ist sogar ziemlich leicht, der Vergebung aus dem Weg zu gehen. Ich finde diesen Punkt so wichtig, in diesem Prozess Gefühle nicht zu verdrängen. In einer Zeit, in der wir so viele Verdrängungsmöglichkeiten haben wie gefühlt noch nie, so viele Ablenkungsmöglichkeiten haben wie gefühlt noch nie. Aber jede Träne, die du wegdrückst, stellt sich hinten irgendwo wieder an. Und jedes Gefühl, das du wegdrückst, stellt sich irgendwo hinten wieder an.
Und was wir im Gebet machen und in der Beziehung zu Gott machen, ist ja genau das Gegenteil. Wir lassen diese Wut zu, wir lassen diese Trauer zu, aber wir konfrontieren Gott damit. Also wir lassen es nicht in uns drin, sondern wir bringen es und konfrontieren Gott damit und bringen es in die Beziehung zu Gott. Und da findet eine Verarbeitung statt. Und in diesem Prozess erleben gläubige Menschen eben häufig, dass sie diesen Frieden bekommen. Das ist kein Frieden, den man einfach machen kann oder den man ausrechnen kann, so und so oft muss ich beten und dann habe ich diesen Frieden. Überhaupt nicht. Aber Jesus verspricht uns, dass er uns diesen Frieden schenken will. Und diesen Frieden findest du in keiner Pille, diesen Frieden findest du in keiner Flasche. Da findest du einen anderen Frieden, das ist ein Scheinfrieden. Also krasse Story. Und ich finde, gerade Vergebung ist sowas, da erkennt man eigentlich relativ gut, dass Glaube nicht völlig outdated ist. Weil du kannst schon sagen, Christsein ist outdated, es ist veraltet. Aber es gibt Dinge im christlichen Glauben, die werden niemals veraltet sein. Vergebung wird niemals veraltet sein. Nächstenliebe wird niemals veraltet sein. Trost wird niemals veraltet sein. Diese Hoffnung, die wir haben, die über den Tod sogar hinausgeht, wird niemals veraltet sein. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir diese Hoffnung haben. Und das ist, muss man ja auch sagen, keine Hirngespinst-Hoffnung, keine Wunschdenken-Hoffnung, sondern eine begründete Hoffnung. Yes, preach it. Und diese Hoffnung haben wir als Christen in uns. Aber wie schade wäre es, wenn wir diese Hoffnung nicht nach außen leben würden. Wenn wir diese Hoffnung nicht nach außen tragen würden, wenn wir nicht bemerkbar Christ sein würden. Dazu habe ich eine kurze Geschichte mitgebracht. Eine Freundin von mir aus Memmingen steht in München an einem Bahnhof und sieht dort eine Frau, die einem Obdachlosen Essen vorbeibringt. Danach wünscht die Frau dem Obdachlosen noch einen gesegneten Tag. Der Obdachlose ist darüber völlig entrüstet und sagt so, was, einen gesegneten Tag, bist du wohl gläubig oder was? Denn er hat in seiner Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Daraufhin fängt die Frau dann mit dem Obdachlosen an zu diskutieren. Und die Freundin von mir stellt sich dann auch aus Interesse dazu und redet mit in diesem Gespräch. Und nach einiger Zeit fragt die Frau den Obdachlosen dann, hey, dürfen wir für dich beten? Und der Obdachlose, obwohl er so gegen dieses Christsein war, obwohl er so gegen Glauben an sich war, obwohl er so schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, er lässt es zu. Er sagt, ja, schaden kann es ja im Prinzip ja auch nichts. Und dann haben die beiden für diesen Mann gebetet. Und als sie fertig waren, hatte der Mann Tränen in den Augen. Er war zutiefst gerührt und wollte mehr von diesem Glauben erfahren. Und die Frau erzählt ihm dann davon, dass sie in eine Gemeinde geht und dass er doch gerne mal am Sonntag mit in den Gottesdienst kommen kann. Und das will der Mann dann auch wirklich tun. Wie krass ist das denn bitte? Nur weil eine Frau einem Obdachlosen Essen vorbeibringt und ihm einen gesegneten Tag wünscht, kann sie ihren Glauben nach außen leben. Und ich finde es so bewundernswert, dass sie ihren Glauben dadurch so hoffnungsvoll und so hoffnungsspendend gelebt hat, dass der Obdachlose so berührt davon war. Und ich finde, gerade solche Erlebnisse sind es, die einem zeigen, unser Glaube hat trotzdem irgendwie eine Kraft. Und gerade für Menschen zu beten, finde ich sehr, sehr kraftvoll, auch wenn ich meistens gar keinen Bock darauf habe. Ich habe das meistens, also das ist ganz komisch, immer wenn ich irgendwie mit psychisch kranken Menschen irgendwie bin und zu tun habe oder höre, dass sie irgendwie von einer Depression oder so, habe ich in mir dieses Verlangen, für diese Person zu beten und ich kann gegen dieses Verlangen nichts machen. Also es ist, eigentlich will ich für diese Person nicht beten, aber ich will für diese Person beten. So als würde so in mir was anklopfen und sagen, bete für diese Person. Und ich hatte das bei einem Community-Event, wo ein Abonnent von meinem YouTube-Kanal war. Und der hat mir von seiner Depression erzählt. Und in mir klopft es an. Und zwar ziemlich laut. Und hat so gesagt, bete für diesen Abonnenten. Und ich hatte gar keine Lust drauf. Ich hatte wirklich keinen Bock, weil ich
Ich war nicht in meiner christlichen Bubble, ich war nicht geschützt, sondern das war ein Kontext, wo du dafür komisch angeschaut wirst. Und es gibt Momente, in denen mache ich es dann einfach nicht. Und das ist jetzt natürlich, ich erzähle es hier, eine der Momente, wo ich es dann gemacht habe. Ja. Und das war ein schöner Moment, aber es war dann auch gut und es war auch ein bisschen komisch. Eine Woche später schreibt mir dieser Abonnent riesige E-Mail und sagt, wie viel Kraft ihm das gegeben hat, dass ich für ihn gebetet habe, wie viel ihm das bedeutet hat, dass ihn das daran erinnert hat, dass er immer mit seiner Oma damals gebetet hat und dass ihn das innerlich ermutigt hat. Gebet für Menschen ist, glaube ich, ein Tool, wie wir unseren Glauben von der Irrelevanz in der Relevanz bringen können, aber nicht nur für uns, sondern auch für andere. Also manchmal hilft es, denke ich, diesen Blick zu weiten und nicht nur sich hier um uns zu drehen, sondern auch diesen Gedanken zu wagen, was ist eigentlich, wenn andere diese Hoffnung auch gebrauchen können, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Wir würden gerne den Blick jetzt nochmal weiten und würden gerne eine mentale Zeitreise mit euch machen. Denn die Frage dieser Predigt ist ja, ist Glaube veraltet? Gedankenexperiment, es ist 2100, im Jahr 2100. Denkt ihr, es sind mehr Menschen gläubig oder weniger Menschen gläubig als 2024? Wer von euch würde sagen, es sind voraussichtlich weniger Menschen gläubig? Gebt uns einmal ein Handzeichen. Ich würde sagen 50%. Wer von euch würde sagen, es sind gleich viele? 20%. Wer von euch würde sagen, es sind mehr Leute gläubig? Oh doch. Also es ist relativ ausgewogen. Ich habe einen spannenden Artikel im Guardian gelesen. Das ist eine renommierte britische Tageszeitung. Und die haben ganz spannende Zahlen aufgedröselt, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Die zeigen, dass Glaube und Religion an Relevanz gewinnt. Und es gibt genau zwei Regionen auf der Welt, wo das nicht so ist. Und zwar Nordamerika und Westeuropa. Und überall anders gewinnt der Glaube an Relevanz. Verallgemeinert gesagt, ja. Man kann jetzt auch noch ganz tief reingehen. Aber ich fand das irgendwie spannend in diesem Artikel. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, mal so ein bisschen zu gucken, warte mal, wir sind ja nicht das Zentrum der Welt. Also unsere Gesellschaft ist schön und gut, aber wir sind ja nicht das Zentrum der Welt. Und es gibt so viele andere Kulturen, in denen das völlig normal ist, teilweise auch zu glauben, wo das überhaupt nicht outdated ist. Es gibt jetzt in diesem Moment, ist nochmal ein heikles Thema, in diesem Moment gibt es Leute, die für ihren Glauben im Knast sitzen. In Eritrea, in Nordkorea, in Afghanistan, in Indien und so weiter. Es gibt Länder, da werden von Christen die Häuser abgefackelt und die Kirchen eingerissen. Und diese Menschen werden für ihren Glauben in den Knast gesperrt, landen im Gefängnis, während wir hier sitzen und philosophieren in unserer westlichen Gesellschaft, ob Glaube outdated ist, ist das für die was, wofür sie leben, wofür sie sterben, das ist für die was, die würden alles geben für eine Bibel. Das ist so ein Trost, den die erleben durch ihre Beziehung zu Gott, wenn sie im Gefängnis sitzen. Also wenn du denen sagst, ja, ich glaube ja eigentlich, Christsein ist outdated, dann schauen die dich ganz schön komisch an. Also vielleicht sind wir ein bisschen gefangen in unserem Denken und sehr beeinflusst, ist ja auch normal von dem, was um uns herum passiert, aber ich rede mich schon wieder in Rage und wir wollen ja langsam in Richtung Zielgerade dieser Predigt einbiegen. Yes, und zum Ende wollen wir dir noch einen Umsetzungsvorschlag mitgeben. Denn vielleicht scheint der Glaube in unserem Leben manchmal irrelevant. Aber wenn dein Glauben veraltet wirkt, wenn dein Glauben abgelaufen zu sein scheint, will Gott dir vielleicht heute etwas Neues zeigen und dir neu begegnen. Das Schöne ist ja, Gott will sich uns auch immer neu zeigen. Manchmal haben wir ein Gottesbild, was uns verhindert oder was uns daran hindert, eine Faszination für Gott zu entwickeln, eine Leidenschaft in unserem Glauben zu entwickeln. Ich glaube, Gott möchte diese Blockaden wegnehmen und vielleicht gerade jetzt. Also schließt gerne eure Augen und betet innerlich mit uns.